Schieß! Grüß Gott! Köpers, was schießt mit dir? Suchst du einen Nazi geholt, dann haben sie dein geschissen. Ja, Horvath, bitte bleiben wir sachlich. Ja, ja. Was? Du gutes Verbrechen, haben sie auch dabei. Nein, klar. Ja, ist gestört, was willst du da? Wundert mich nicht, dass sie Grippespiel nicht erlassen können. Ne? So, ist der gestört. Und was? So. Der spielt ja da Drama, da was willst du? Welches Top? Wissen Sie, welches Top das da ist? Ich glaube, du bist kein Top, die Schleich oder was? Ich bin Hausmeister da und du hast überhaupt keine Berechtigung, dass du meinen Hof umgrößt. Der ist ja ausgebrochen. 144, 144, die Polizei, der ist ausgebrochen. So. Herr Horst, grüß Sie, ne? Haben wir schon Glück gehabt, ha? Nix. Alles los, mit dem Ja, das ist komplett jetzt hier geschissen. Schleicht die weiter. Ausse! Zahn sie am Ausse! Dieser Abo, der steht gar nicht auf meinem. Das ist kein Abo, aber es ist ein Baum. Halt den Baum mir jetzt, Horstl! Das ist ein Baum, das sind Fegel. Das Glück ist ein Vogel, gell? Aber sie haben nur noch einen Flügel und den werden wir auch jetzt stutzen. Ja, ja, und du hast da einen aus und die halt ein Kleid, du Wichser. Ja, dieser Baum aus. Interessiert mich sowieso nicht, aber. Dieses Areal hier, diese ganze Hütten, die werden wir abreißen. Jetzt ja, Jüppel, lass dich mal heute nicht mehr drüber, da was? Ha? Ist vorbei, gell? Tatschu, tatschu, der ist Hausbruch. 144, ruf an. Abbruchbescheid für diesen Gesindelbunker. 4 Wochen, dann ist der Spaß vorbei, ja? Ja, klar, was? Weiß ich auf deinen Abbruch. Hier wird abgerissen, das war immer Durchschlag, kein Problem, gell? So, na, da haben wir aber schon ein bisschen vorgewerkt, gell? Ja, trau Ihnen gar nicht zu, dass Sie was arbeiten können, Herr Horvath. Unglaublich. Warum fühlen Sie sich? Ich suche die Rettung und Polizei, da ist ein Ganga. Herr Horvath, machen Sie keine Tanz. Das ist alles mit dem Herrn Postbischil besprochen. Ja? Ja? 4 Wochen, dann machen wir ein bisschen einen Abflug. Nein, weil der Postbischil hat mich persönlich zum Hausmeister deklarisiert und da wird überhaupt nichts angerissen. Herr Horvath, im Übrigen könnten Sie bitte die anderen Menschen da informieren über die ganze Angelegenheit, also wenn sie überhaupt ansprechbar sind. Ja, weil in 4 Wochen, wissen Sie, sind sie weg da. Das ist aber schade. Ja, mein Bruder. Ja? Ja? Ah, Ihre ist das? Ja. Übrigens, Ihr Haus, ja, also wenn man das überhaupt als Haus bezeichnen darf, ja, Ihre alte Scheißbude, für die gibt es bereits einen Interessenten. Ja, Sie können es natürlich kaufen, haben Vorkaufsrecht, ja, aber ja, in diesem Elend, glaube ich, kann sich das eh niemand leisten. Daher und übrigens, Herr Horvath, dieses Grundstück da, ist ein Nichtrauchergrundstück. Und es ist auch nicht gesund. Jetzt, ja? Joe, jetzt bist du hin. Den bringe ich um. Ruf die Polizei gleich und die Räte, geh gleich freiwillig ins Hefenherz. Genießen Sie Ihr Dach über den Kopf, solange Sie noch haben, Herr Horvath. Ich muss dann leider weiter, ja? Schönen Nachmittag noch. Da. Herr Horst!